herzlich willkommen zurück zu Grounded. So, ich habe jetzt geschlafen. Es ist jetzt doch sehr früh am Morgen. Wir haben es, glaube ich, so um die 4 Uhr oder so. Ja, 4.11 Uhr. Gut, ich wollte mit euch heute auf jeden Fall zum Picknicktisch. Mal gucken. Aber ich möchte erstmal an den Mücken vorbei, denn die machen mir noch das Leben, glaube ich, schwer. Obwohl ich ja einen Bogen habe. Aber ich will es ja nicht gleich übertreiben, ne? Habe ich meine Rüstung an? Habe ich. Gut. Dann würde ich mal sagen, schwimmen wir ein bisschen schneller, Funny Line. Hier im Teich gibt es noch eine Menge zu entdecken. Aber nicht heute. Auf gar keinen Fall heute. So. Gasmaske habe ich hoffentlich auch dabei. Ja, habe ich. Sehr gut. Dann kann ja fast nichts schief gehen. Bin mal gespannt, was mich jetzt so erwartet nach dem Release. Denn ich war ja seitdem auch nicht mehr dort. So. So, opala. Nee, das war jetzt eigentlich nicht so gut. Gott, sind hier viele Mücken. Unter mir schwimmt irgendwas. Ich mag gar nicht runtergucken, das ist bestimmt der Koi oder so. So, und dann versuche ich auch eine Seilrutsche dahin zu bauen. Damit wir dann schneller von A nach B kommen. Na, ich weiß noch nicht genau, wie ich das mache, aber zu gegebener Zeit werden wir das tun. Jetzt hat sie wieder keine Ausdauer. Ach, guck mal, ich habe jetzt da, seht ihr, an meinen Lebensbalken diesen Strich da oben im oberen Drittel. Das ist, glaube ich, das, was ich dazu gekauft habe. Ah ja. So. Ich versuche immer noch in der Ego-Perspektive ein bisschen zu spielen. Ah, Frankeline habe ich entdeckt. Wunderbar. Das erste Mal seit langem. So, wartet mal. Ich nehme mir mal einfach ein bisschen Wasser. Da ist der Tropfen. That's not so bad. So. Was ich habe, habe ich. Okay, da sind Bombies. Vielleicht sollte ich mir mal den einen oder anderen cachen. Oder auch nicht. Weil ich daneben treffe. Ah, schon wieder daneben. Na? Ich sollte mir mal auch meinen Heckenschütze, glaube ich, reinmachen und sowas. Das vergesse ich jedes Mal. Hey! Bombi, das war nicht nett, dass du ihn jetzt hier umbringst, ne? Au, ich wurde getroffen. Du kleiner Sack. Uah. Alter Schwede. Na, ich treffe immer daneben. Was ist denn los? Wo ist er? Was? Au. Boah, hat der eine Reichweite. Junge, Junge. So, hab dich gleich. Hab dich. Gott, war das eine Geburt. Nein, keine Säuredrüse. Wie ärgerlich. Oh, du kleiner Bibel. So, da liegt noch ein Pfeil. Da liegen noch mehrere Pfeile. That beetle has a turtle shell. Den habe ich aber schon.
very dead. Ameise, geh weg. Die sind nicht dead. Daneben. Au! Oh, du kleiner Sack. Oh, Junge, Junge. Keine Ausdauer. Oh Gott. Irgendwie habe ich so das Gefühl, meine Waffe ist nicht mehr die beste. Ich weiß nicht warum. Ah, hast du davon, hast du davon. Hast du davon. Bleib doch mal stehen, du Vogel. Ah, jetzt hat er mich wieder erwischt. Zu spät losgegangen. So. Ach, lass mich bitte jetzt eine Drüse kriegen. Ja, eine Kochdrüse habe ich. Und eine Menge Pfeile, die einfach so herumliegen. So, da ist aber noch ein Pfeil irgendwie hier im Wasser oder so. Ach, da. Okay, perfekt. Und ein bisschen Leben habe ich auch verloren, aber nicht schlimm. Na du? So, dann gehe ich mir jetzt nochmal hier die Pfeile irgendwie einsammeln, die hier noch so rumliegen. Ich hoffe, das waren jetzt auch nur zwei Bombis. Gibst du mir meinen Pfeil? Dankeschön. Na, sag mal. So. Es ist doch was anderes, in der Ego-Perspektive zu spielen, auf jeden Fall. Oh, da ist noch ein Molar. Guck mal, ein Molar. Ein Molar. Hammer? Nee, den Hammer, bitte. Oh. Ach so. Dann machen wir es so. Sehr schön. Okay, jetzt muss ich hier irgendwie rauf, ne? Und falle gleich wieder ins Wasser. Ganz toll. Moment. Kriege ich hin, kriege ich hin. War da was Grünes? Kiesel. Nee. Okay. Gott, ich sehe nichts. So, jetzt bin ich um. So, hier irgendwo war doch eine Stelle. Another remnant of our mythic past reduced to a modern Gartenzwerg. Den haben sie dazu gepatcht. Dazu gemacht. Hier gibt es garantiert Mücken, ne? The Tullys. Oh, wie cool. Ein Willkommensschildchen sozusagen. Hier weiß man, wer wo wohnt. Kommt man da jetzt irgendwie rauf oder wozu ist der da? Ich nehme ihm mal lieber noch einen Verband, Leute. Was ist denn da drinne? Wow. Oh shit.
getan. Hey, Mosquito, go suck someone else's blood. I don't need any Western Pirates. Wah! Oh, lecko mio. Sind die hart? Das sind doch gar keine normalen Mücken, oder? Help me! Oh, wartet mal. Ich muss mal auf jeden Fall meinen Status mal überprüfen hier. Irgendwas stimmt ja hier nicht. Also, was habe ich denn jetzt hier drin? Heckenschutz habe ich aber drin. Saftig. Naturkunde. Haucherlunge. Wartet mal. Haucherlunge. Was habe ich denn noch alles? Haisporn. Okay. Hacker brauche ich nicht. Speerwerfer auch nicht. Heckenschütze habe ich drin. Kiesebeißer brauche ich jetzt nicht. Ameisen auch nicht. Saftig auch nicht. Naturkunde. Meerjungtier brauche ich jetzt auch nicht. Haucherlunge habe ich jetzt reingemacht. Giftresistenz, Trüffelrüffel und Wachhund. Das Bewachen von Orten gegen Mobs wütender Kreaturen hat deinen Beschützerinstinkt geweckt. Verursache mehr Schaden an Kreaturen, die an Verteidigungsaktionen beteiligt sind. Okay. Alles klar. Oh, das ist echt übel, Leute. Ich mag nicht zum Gartenzwerg. Schön, dass ich ihn gesehen habe, aber nein. Ist mir doch ein bisschen zu gefährlich. Obergartenaufstieg. Genau, hier konnte ich eine Bombe packen. Das machen wir auch mal eben. Dann habe ich das schon mal hinter mir. Ah. Hier lebt die Spinne. So. Ja, richtig, hier war ja auch noch ein Molar. Okay, perfekt. Sehr schön. Oh nein. Ah doch. Ich dachte schon, jetzt komme ich hier nicht mehr raus. So, der Heckenaufstieg. Der Heckenaufstieg, der Obergartenaufstieg, meine ich. Ja. Schön dran vorbeigedingenst. Oh Mann. Wartet mal, ich muss mal doch die Ansicht, glaube ich, wieder tauschen. So. Genau. Hier muss ich jetzt eine Bombe niederlegen. Niederlegen. So. Die 6. So, und einmal fallen lassen. Hat funktioniert, ne? I, was für eine Schweinerei. Wartet mal. Aber... mal gucken, inwiefern ich das jetzt hier schön machen kann. Hm. Ja, keine Ahnung. Gefällt mir alles nicht so wirklich. Ah, vielleicht von hier so besser. Ja, ich glaube, so ist es besser. Okay, dann muss ich aber mal hier die Dingens wegmachen. So.
Okay, tut mir leid, meine Lieben. Tut mir leid. So, dann mach mal die Bombe wieder weg, sonst zündest du die automatisch. So. Okay, dann geh noch mal rauf. So, hier war ja nichts weiter, ne? Ich guck lieber noch mal. Ah! Okay. Ich bin runtergefallen. Ist da Wolfi drin oder geht die spazieren gerade? Boah, ich will's gar nicht wissen. Eigentlich muss ich da jetzt... Ich dachte gerade, da ist sie. Eigentlich muss ich jetzt da gar nicht rauf. Nee, ist okay, meine Lieben. Ist ganz okay so. Ich wollte ja dahin mit euch. Komm, trink mal was. Das bietet sich ja auch wieder an. I mean, this is probably what bottled water is. So. Okay. Jetzt muss ich wieder zu dieser Schaufel laufen, oder was es da ist. Na, ich muss die ja auch weg. Machen, da diese Steine davor. Vielleicht kriegen wir das doch in dieser Folge hinten. Habe ich gerade rohe Wissenschaft gehört? Guck mal, hier sind ganz viele Pilze. Kannst ruhig mal was essen. Good thing I'm hungry. Ja, komm, iss dich voll. Hier sind ganz viele. Das Bombi. Hi, Rüssi. Na, du? Hast du gerade am Pilz geschnuppert? So. Bombi war dort, habe ich gesehen. Hä? Moment, wo ist denn jetzt... Ach, da. Ich wollte gerade sagen, irgendwas stimmt hier nicht. Ah. So, ich muss aufpassen wegen Bombi. Der macht mir das die Hölle heiß. Komm, Baby, das schaffst du. So, wie war denn das nochmal? Das war hier hinter, ne? Ja, den muss ich wegmachen. Okay. So, dann... Ja, Mann. Sehr gut. Oh, I have it. Wieder ein voller Erfolg. Sehr schön. So, okay, gut. Dann würde ich sagen, in der nächsten Folge gehen wir dann rauf. Ja? Und, wobei, wartet mal. Mir fällt ein, hier ist doch... Oh, nehm bloß die Bomben aus die Hand. Sag schon, wie heißt denn das? Hier ist doch dieses Abwasserrohr. Jetzt weiß ich allerdings nicht welches, weil da... Oh, guck mal, da ist ein Stein. Da ist so ein Stein hier. Den kann ich sogar abbauen. Mitnehmen. Ach, hier wird man jedes Mal abgelenkt. Ist ja echt schlimm. Guck mal, hier gibt es auch noch so eine Baby-Steinchen davon. Ich dachte erst, es wäre ein Milchmolar. So sah der aus. Hier ist doch dieses Abwasserrohr. Allerdings weiß ich jetzt nicht genau wo.
Das Marini. Das Bombi. Bombi hat mich entdeckt. So, ist es der Richtige hier? Ich weiß es nicht. Ich laufe jedes Mal immer in den Falschen, aber ist ja egal. Da müsste doch ein Schlüssel drin sein. Ah, das könnte der sein, denn ich habe ja jetzt einen Knochendolch dabei. Das heißt, ich kann ihn eventuell freiliegendes Rohr entdeckt. Ich könnte ihn eventuell jetzt bekommen. Oh, da sind wieder Steine. Genau, hier ist ein Leck, da muss ich gleich rein. Kann ich das auch abbauen? Ja, kann ich. Dann machen wir das mal. Wie, das war alles? Schwach, ganz schwach. So, dann nimm dir mal dein Dingens in die Hand. Ich habe jetzt allerdings keine Taucherrüstung bei, ne? Das ist natürlich jetzt echt bitter. Okay, wartet. Das war ein Satz mit X. Muss mal ganz kurz nochmal Luft holen. So. Schwimm. Ah, komm schon. So. Dann hätte ich das schon mal. Komm hoch. Ja, ich weiß. Luft ist knapp. So, das ist aber auch noch ein Stein. Nehmen wir auch noch mal mit. So, spröder Marmor. Hau rein. Ist aber keine große Ausbeute hier. So, jetzt wollte ich mir das mal ganz kurz noch mal angucken. Schön, dass ich gerade beim Springen bin. Habe ich das bei Daten drin? Nee, wartet. Wendel, Ornament, Zeugs. Oder Zeugs vielleicht, ne? Ja, hier. Minotaurus Labyrinthschlüssel. Dieser winzige brotverkrustete Schlüssel ist oft im Actionfiguren-Set Minotauren und Myrmidonen enthalten, zusammen mit der Truhe, die er öffnet. Genau. Ich vermute mal, das ist jetzt der Schlüssel für da oben, ne? Ich bin mir zwar nicht ganz sicher, ob das der war, aber in der nächsten Folge finden wir das hoffentlich heraus, meine Lieben. So, dann bedanke ich mich auf jeden Fall fürs Zusehen. Schön, dass ihr dabei gewesen seid. Und in der nächsten Folge geht es genau hier an dieser Stelle weiter am Picknicktisch. Also, ich hoffe, ihr seid dabei. Bis dann. Bye, bye.